Ich glaube, das ist eins der ersten Male, wo ich wirklich. Oh, fuck, fuck. Was bin ich? Ich bin gelb, ich bin gelb, ich bin gelb, ich bin gelb. Wo geht's zu gelb? Da geht's zu gelb. Ich glaube, ich bin jetzt. Das ist eines der ersten Male. Wie zum Teufel komme ich jetzt wieder rüber? Hey meine lieben Cubies und willkommen zu einer neuen Folge Bed Wars. Wir spielen heute auf der Map Crystal. Es ist eine 8x1 Map, das heißt, ich habe keinen anderen Gast dabei, weil man ja für eine 8x1 Map nicht unbedingt einen Gast braucht. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach direkt zur Mitte rüber und holen uns direkt Gold. Und auf dem Weg dahin kann ich euch ja schon mal ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel, dass ich ja auch Twitter besitze, was einige von euch ja nicht wussten. Und falls ihr auch Twitter habt, könnt ihr mir da gerne folgen. In jeder Beschreibung von meinen Videos ist ein Link zu meiner Twitter-Page, ne? Da poste ich dann so Dinge wie, Sachen aus meinem Real-Life oder so Dinge halt, wie morgen kommt kein Video oder morgen kommt ein komplett neues Format oder ich frage euch ab und zu mal so Dinge, was ihr wollt. Halt solche Dinge ganz normal. Also ist sehr vorteilhaft, wenn ihr mir da folgt und wäre auch sehr nice von euch. Und ich hab mich einfach mal in der Mitte vorbeigebaut. Das passiert auch nicht alle Tage. So, wir sind da, wir sind da. Wir sind da, sogar die Ersten, ey. Was sind wir? Was sind wir denn für Dinge, ne? Ich glaube, das ist eins der ersten Male, wo ich wirklich. Oh, fuck, fuck. Was bin ich? Ich bin gelb, ich bin gelb, ich bin gelb, ich bin gelb. Wo geht's zu gelb? Da geht's zu gelb. Ich glaube, ich bin jetzt. Das ist eines der ersten Male. Wie zum Teufel komme ich jetzt wieder rüber? Ja, geil. Ich komme jetzt nicht mehr rüber. Weil irgend so ein Spaß hat sich so gedacht. Jo, ich baue das ab. Warum auch immer. Es gibt jetzt nur eine Möglichkeit. Ist irgendein Team ausgeschalten? Orange, wie ist Orange, wo ist denn das? Da ist Orange. Ja, jetzt kommt Schwarz. Ne, jetzt kommt hier Schwarz. Ja, toll. Toll, Leute. Wieso? Denkt sich der eine, er baut einfach meinen Weg, aber ich meine, die Taktik ist eigentlich verdammt gut, ne, also. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass. Aber einmal, wisst ihr, einmal freue ich mich so, yo, ich habe es wirklich alleine geschafft, mich da als Erster zum Gold zu bauen, das schaffe ich echt nicht oft, ne. Dann kommt da einfach so einer und meint, ey, Cube, nicht, wenn ich da bin, baut meinen Weg ab, damit ich das Gold nicht zurücktransportieren kann, weil ich einfach keine Blöcke mehr gehabt habe, ey. Was ist denn das für ein Troller gewesen, ey, ganz im Ernst. So, aber das macht uns gar nichts, denn wir holen uns einfach jetzt direkt dann einfach so Eisen-Equip und so, ne? Und zerstören damit einfach die Welt. Das ist ja absolut kein Problem. So, ich sehe mein Bett übrigens auch nicht groß. Ja, aus dem Grund, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir das unbedingt müssten. So, jetzt kann ich mal gucken, was ist denn das? Das ist Türkis. Ist Türkis noch drin? Nee. Doch. Türkis ist noch drin. Türkis ist noch drin. Das heißt, wir stürmen die auch gleich, wir rushen die gleich. Natürlich ohne Pickaxe, wie es ein Cube immer macht. Wir sind da und. Oh, sieh mal einen an. Wo ist denn der Villager? Ich brauche mich beeilen, ne? Da ist der Villager, ich brauche eine Pickaxe. Zack, zack. So. Und. Rauflaufen. Ah, der hat nicht mehr zugebaut. Ich hätte gar keine gebraucht. So, das erste Bett haben wir. Okay, da ist er jetzt so rot. Wir müssen direkt zurück zu unserem. Oder? Ah, ne. Der tippt sich zurück. Das wird er gleich sich wünschen, dass es nicht gemacht hätte. Denn jetzt ist er draußen. So. Gut, dann nehme ich mir hier noch sein Eisen mit. Und dann gehe ich eben schnell zu meiner Base zurück. Oder auch nicht. Oh, das war knapp, ey. So, und zwar mache ich es folgendermaßen. Ich kaufe mir jetzt einfach dieses Powder. Kehr damit einfach sicher zurück, weil ich keinen Bock habe, dass sie mich da wegsnipert. So. Gleich sind wir zurück. Und back at home. So, dann nehme ich hier das Eisen mit. Dann. Na, wo ist der Villager? Hier. Kaufe ich mir erstmal eine Kiste. Und pack da. Oh, viele lieben nicht mehr. Sehe ich gerade. Packe erstmal so Stuff rein.
Und dann, jetzt, ich müsste echt bloß zur Mitte kommen, ne? Ich müsste echt bloß einmal zur Mitte kommen für so einen scheiß Bogen. Aber da ist so ein Typ mit Eisenschwert, das heißt, der hat 100% Bogen. Das ist die Sache. Ich kann jetzt natürlich die Zeit nutzen. Und einfach mein Bett einfach des Todes einbauen. Wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Ich kaufe mir jetzt einfach so fette Eisenblöcke. Und baue damit einfach so krass mein Bett ein. Weil ich kann jetzt nichts anderes machen. Weil halt so ein Typ da in der Mitte ist und, ja, ich kann ihn halt gerade schlecht, ja, ich komme halt nicht hin. Deswegen baue ich jetzt einfach kurz mein Bett ein, dass, wenn jemand auf die Idee käme, mich zu rushen, er erstmal so eine Weile abbauen muss. So, dann bauen wir hier noch schön zu, die Treppe. So, zack. Habe ich noch mehr Bronze? Ah, da liegt ja genug. Da kann man richtig schön zubauen. Ist in der Mitte noch ein? In der Mitte ist keiner. Oder? Ja, das ist unsere Chance, wieder in die Mitte zu kommen und uns da Gold abzusahnen. Vorausgesetzt, ich bin jetzt schnell genug und schaff den Jump. Jo, okay. Dann eben kurz hinbauen und. Ich will nur Gold. Danke. Vielen Dank für das schöne Gold. Okay, 10 Gold. Dann schnell wieder zurück, bevor mich der einen Bogen entdeckt. Das wäre jetzt natürlich echt das Blödste, was uns passieren könnte, wenn der jetzt mit Bogen einfach so direkt uns abschießt, kurz bevor wir daheim sind und damit einfach alles vermasselt. Das wäre jetzt richtig scheiße. Aber wir hatten Glück, dass es natürlich nicht passiert. Dann hole ich mir jetzt erst einmal ein schönes Eisenschwert. Und dann einen Bogen. So. Und ja. Das eine Gold packe ich mal da rein, damit kann ich echt nicht viel machen. So, dann, jawohl, ich hole mir mit dem Bronze, hole ich mir ganz kurz noch was zum Bett zu bauen. Ich habe gerade so die Lust daran gewonnen, mein Bett richtig safe zu bauen. Ich weiß nicht, wieso ich gerade die Lust daran gewonnen habe. Ist ja schnell gemacht. So. Okay, das muss reichen. Dann, ist bei Schwarz. Wer lebt noch? Ich? Ja. Ah, bloß ich und Schwarz, das ist also ein 101. Das ist jetzt eigentlich praktisch. Ja, bloß noch ein 101. Jetzt muss ich bloß hoffen, dass der mich jetzt hier nicht trifft. Okay, ich bin safe. Jetzt hole ich mir hier Gold. Ich hätte mir jetzt so ein Warpowder mitnehmen sollen, Leute. Wo ist denn Schwarz? Schwarz. Und wo ist jetzt Schwarz? Bin jetzt Schwarz. Wo ist Schwarz? Ah, verdammt, da ist Schwarz. Leider. Das heißt, ich kann jetzt nicht nichts großartig da machen. Also, ich habe jetzt gehofft, dass jetzt Schwarz zum Beispiel da hinten gewesen wäre, weil dann hätte ich natürlich, ja, wenn er da hinten gewesen wäre und das Schwarz eine Base da hinten, hätte ich natürlich dann snacken können. Aber war leider nicht der Fall. So, jetzt habe ich hier 13 Gold. Jetzt hole ich mir erstmal Zeug, dass ich da das Battle auf jeden Fall gewinne. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich einfach Glück haben, dass der mich nicht runtersnipert, ne? So, okay. Ich hole mir erstmal 2 Rettungsplattformen. So. Dann hole ich mir 100%ig noch einen stärkeren Bogen. Da der echt entscheidend ist. So. Dann packe ich in die Kiste. Dann hole ich mir ganz, ganz, ganz viel davon. Und falls ich mal zurück muss, hole ich mir jetzt noch einen Warpowder. Ich denke aber nicht, dass falls ich nochmal zu meiner Base zurück muss. Aber man kann ja nie wissen. So, okay. So, wir sind offiziell ausgerüstet, Leute. Jetzt geht's ans Stürmen. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Außer ein fetter Punchbogen. Der, glaube ich, wäre doch noch. Ja, das der, glaube ich, hätte noch genug Power, mich aufzuhalten. So. Also, jetzt müssen wir eigentlich bloß einmal ausschalten. Unser Bogen macht ja gewaltig Schaden, weil wir ja auch Stärke haben. Wir müssen jetzt bloß dieses Bogen-Battle über 5000 Meter gewinnen. Und dann. Ja, okay. Noch einmal. Ja. Okay, er hat schon Schiss. Wir kommen näher. Mit der Rettungsplattform in der Hand.
Ja, okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn, Leute. Sehr gut. So. Jetzt. Kaufe ich mir eben noch ganz schnell einen Speed Potion. Den saufe ich jetzt erstmal rein. So, mit den 2 Gold hole ich mir noch einen Goldapfel. Das denke ich mir auch noch rein. Und dann geht's los. Dann den Tag noch rein. Und dann nicht mehr gezögert. Dann schalten wir ihn direkt aus und haben die Runde damit gewonnen. Das ist meine Idealvorstellung natürlich. Wer weiß, ob das jetzt echt klappt. So, jetzt erstmal hier safe runter. Okay, wir haben 2 Herzen mehr. So, okay, jetzt. So, und, wo ist er, wo ist er? Er rennt weg, aber das wird nicht bis uns. So. Ja, ich weiß nicht, versucht er zu uns zu kommen? Ja, nein! Jetzt wollte ich mit meinem Warp Powder ihn dann so überraschen. Aber jetzt hat er sich einfach runter. Ach so, nee, okay. Er hat versucht, uns so runterzuschubsen. Ich dachte, er wollte zu uns gehen, aber war nicht der Fall. Wir haben es gewonnen. Auf jeden Fall, good game. Und das war die Folge für heute. In 2 Tagen kommt, sofern ich es schaffe, noch eine Folge, da ich momentan echt ein bisschen viel Schulstress. Das Wort, ne? Schulstress habe so jetzt. Und ich hoffe, ich schaff's, was aufzunehmen. Ich denke schon. Also ich denke, Freitag kommt ein Video. Falls nicht, dann auf jeden Fall Samstag. Und ja, ich würde sagen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns dann in 2 oder 3 Tagen wieder, je nachdem, wie ich es schaffe. Bis dahin, ciao, meine Lieben. Peace.